Ja, willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch, der erste Teil. Ich nehme den Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab. Ja, wir spielen ja jetzt George Stobart, einen amerikanischen Anwalt. So, wir sind auf der Suche dieses Clowns, steigen jetzt mal die Leiter wieder nach oben aus der Kanalisation raus. Gucken, was uns da so erwartet. Hallo. Bleib genau da stehen. Du Kanalratte. Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich. Wovon reden Sie? Sie sind eingebrochen. Kommen Sie sofort da raus. Das versuche ich ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Wohl eher weniger. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay, okay. Also, was hatten Sie da zu suchen? Ja. So würde ich natürlich auch reagieren, wenn jemand durch meinen Kanaldeckel in meinen Vorhof reinkommt. Wir reden mal über den Clown. Einen Clown. Lächerlich. Soll ich Ihnen das etwa wirklich abkaufen? Er hat eine Bombe gelegt in einem Café. Er hat es hochgejagt. Was? Das Café? Hochgejagt? Mon Dieu! Das ist schrecklich. Und Sie sagen, der Täter war als Clown verkleidet? Das stimmt. Er hat das Café in die Luft gesprengt, ist in die Kanalisation geflohen, hat sich umgezogen und ist hier herausgekommen. Mon Dieu! Dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe... Glauben Sie, er und der Clown sind ein und derselbe? Naja, also daran habe ich schon gedacht. Das erklärt immer noch nicht, was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso gut sein Komplize sein. Oh nein, ich bin ein einfacher Tourist. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pigalle. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Sehenswürdigkeit sind. Ja, wenn er wüsste. Wir geben ihm mal, ich glaube, das ist ganz lustig, also kann ich mich dran erinnern. Wir geben ihm mal die Karte von dem Inspektor. Vielleicht möchten Sie einen Blick auf meine Karte werfen. Was ist denn das? Inspekteur Augustin Rousseau? Was heißt das hier? Morddezentral? Morddezernat. Die Tinte ist etwas verschmiert. Dann sind Sie also kein Tourist. Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Wissen Sie, ich hatte gleich so ein Gefühl, dass Sie irgendwie anders waren. Es ist Ihre Gestik, Ihre Haltung. Oh ja, diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes, einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war in der Armee, wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur? Ja, den haben wir gut verarscht. ja, wir zeigen ihm erstmal alle Sachen, oder? Ne, wir reden weiter über den Clown. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenhyänen anzulegen. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, das ist ein ganz übler. So ein Kampfopfer. Wir reden mal über den Koffer. Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Aber ja, sicher. Hielt sie an sich gedrückt wie ein kleines Baby. Die gehörte seinem Opfer. Was glauben Sie, was da drin war? Drogen? Gestohlene Juwelen? Das weiß ich auch nicht, aber zumindest glaubte der Mörder, dass es mehr wert sei als ein Menschenleben. Nichts ist so viel wert, Monsieur. Ja, allerdings. Reden wir mal über den Toten. Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Die verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder? Bitte beantworten Sie nur die Frage.
Ja, ich kenne sie. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor, na, 6 oder 7 Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die ihr Besuch für mich bedeutet. Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre. Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet? Ja. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir zeigen ihm mal den Abwasserkanaldeckel Öffner. Ja. Damit habe ich den Gullideckel geöffnet. Ich habe genau sowas auch im Haus. Kann ich schnell mal holen, wenn Sie wollen. Nein, machen Sie sich keine Mühe. Oh, das macht keine Mühe, Monsieur. Vergessen Sie es. Ich versuche ja nur, Ihnen zu helfen, Monsieur. Ja, wir zeigen Ihnen mal die Clownsnase. Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Das sieht mir sehr nach einer Clownsnase aus. Genau, die muss er in seiner Panik verloren haben. Es sei denn, er wollte, dass Sie sie finden. Warum sollte er das wollen? Um sie auf eine falsche Spur zu locken. Gar nicht mal so blöd. Aber ich glaube... ja, der Typ ist gar nicht mal so dumm. Reden wir mal über diesen komischen Fetzen. Was sagt Ihnen dieses Tuch? Nichts, Monsieur. Das ist einfach abstoßend. Warum zum Henker zeigen Sie mir dieses Zeug? Jemand hat da seine Nase geputzt, ne, Sir? Ja, lecker. Kann man jetzt so hier nicht so gut erkennen, aber wenn er das sagt... Sagt Ihnen dieses Stück Stoff irgendwas? Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen. Ja, reden wir mal über die Jacke. Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie hier? Nein, Monsieur. Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen, also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Eine Schande, denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett. Ja. Wo haben Sie die Jacke hingebracht? Ich habe sie einer herumziehenden Zigeunernäherin gegeben. Ich habe auch immer so ein Glück. Ja, allerdings. Steckte noch irgendetwas in den Jackentaschen? Nicht ein einziger Sou. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, sagen Sie es mir. Er hat das Clownskostüm ausgezogen und sich ganz raffiniert als normaler Passant verkleidet. Tja, sieht ja so aus, als hätte ich es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Ja, allerdings. Wie lautete der Name auf dem Etikett? Irgend so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich. Können Sie sich an die Adresse erinnern? Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer. Schade. Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74 98 0 8 59. Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein? Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe. Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht. Das ist einfach unglaublich. Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt. Bekomme ich eine Belohnung? Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung genug. Da bin ich ja froh, dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahlen muss. Ja. Ich muss jetzt wieder los. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Bürger von Paris können heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Wirklich? Ich habe nur meine Pflicht getan, Monsieur. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Ja, da hat George aber nochmal ordentlich dick aufgetragen. Naja. Also ist der Clown über die Kanalisation abgehauen, auf dem Vorplatz wieder aufgetaucht und dann hier in die Straße geschlüpft. Es ist nicht viel, aber immerhin mehr als die Bullen haben. Ja, allerdings. Ja, dann rufen wir mal... Ein großes Bauarbeitertelefon, das verdammt schwer aussieht.
Ja, wir rufen mal an. Wir haben jetzt ein paar Nummern. Und zwar einmal die von Nico und einmal die von Todrick. Wir rufen erstmal bei dem Schneider an. Hallo? Wer spricht da? Hallo, ich heiße George Stobbart. Sie kennen mich nicht. Stimmt genau, Mr. Stobbart. Ich kenne Sie nicht. Also, was kann ich für Sie tun? Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden? Nein, nein, das ist völlig ausgeschlossen. Okay, vergessen Sie es. Alles, was ich brauche, ist ein Name. Wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie? Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und Gerechtigkeit unterwegs. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei. Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todrick. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten. Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's? Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information. Nur weiter, ich lausche. Genial. Also dieses Gespräch hat gerade mal wieder gezeigt, wie unglaublich gut diese Spiele, also diese Spielereihe von Baphomets Fluch ist. Das Gespräch war genial. Im Namen für Wahrheit und Gerechtigkeit, also so arbeiten Sie nicht für die Polizei. Ja, gut, reden wir mal über den Clown. Was wissen Sie über den Clown, der die Bombe im Café de la Chandelle Verte gelegt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Sie sind eiskalt, was, Todrick? Aber ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie verraten. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin mir sicher, dass Sie nicht wissen, wovon Sie da reden. Ach, das ist doch lächerlich. Hören Sie auf, Spielchen mit mir zu spielen, Todrick. Und ich sage Ihnen, ich weiß nichts von irgendeinem Clown. Reden wir mal bei den Toten. Kennen Sie einen Mann namens Plantard? Nein, noch nie von ihm gehört. Soll ich Ihnen erzählen, was Plantard zugestoßen ist? Wie er kaltblütig ermordet worden ist? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von einem Plantard gehört habe. Ich nehme mal an, Plantard hat Familie. Was meinen Sie? In ihrem kleinen Apartment kocht Madame Plantard das Abendessen und sie lauscht auf das vertraute Geräusch, wie sich der Hausschlüssel ihres Mannes im Schloss dreht. Der Junior wartet darauf, dass sein Daddy heimkommt von der Arbeit. Er kann es kaum erwarten, ihm die guten Noten zu zeigen, die er heute in der Schule bekommen hat. Nur, heute Abend wird Monsieur Plantard nicht nach Hause kommen. Sie haben den Welpen vergessen. Was? Das treue kleine Hundebaby, das hechelnd auf die Stimme seines Herrn wartet. Vielleicht hat er gar keinen Hund. Was denken Sie? Ich kenne keinen Plantin und ich habe noch nie von einem Plantin gehört. Nichts von alledem hat irgendwas mit mir zu tun. Ja, genial. Also, wir können auch nichts weiter mit ihm besprechen, also legen wir auf. Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick. Ja, aber eigentlich verständlich von dem Typen. Ich würde ja auch sehr misstrauisch werden, wenn jemand bei mir anruft und mir 1000 Fragen stellt und ich kenne den Typen gar nicht. Wir rufen mal Nico an. Hallo, Nicole Collard? Hallo, hier spricht George. Ah, oui. Du hast gesagt, ich soll anrufen, wenn ich helfen könnte. Hast du etwas Neues für mich? Worauf du dich verlassen kannst. Ich habe einen Zeugen gefunden, der mit dem Clown gesprochen hat. Und ich weiß, woher der Mörder seine Anzüge bekommt. Kein Quatsch. Ich bin beeindruckt. Ja, hab ich's geschafft. War ja nicht einfach. Hör mal, hast du keine Lust, zu mir rüberzukommen heute Nachmittag? Gerne. Wo wohnst du? Rue Jarry Nummer 361. Okay, bin gleich drüben. Ich bin es gewöhnt, alleine zu arbeiten. Aber ich muss zugeben, es fühlt sich gut an, dass George auch in diesem Fall ermittelt. Trotzdem gibt es Dinge, die ich allein tun muss. Und zwar schnell. Ich brauche die Antworten auf ein paar Fragen. Wer ist der Kostümmörder? Und warum hat er Cachan umgebracht? Warum hat Cachan mich gebeten, ihn zu interviewen? Woher kannte er meinen Vater? Und wovor hat mein Redakteur solche Angst? Hier wird im Geheimen ein Krieg geführt. Aber wer steht auf welcher Seite? Nur eines weiß ich sicher. Ich werde die Antworten nicht dadurch finden, dass ich an meinem Schreibtisch sitze. Ja, allerdings. Wir spielen wieder Nico. Ja, das ist ihre Wohnung. Haben wir schon einmal gesehen, konnten sie aber noch nicht genau umgucken. Das werden wir jetzt mal machen. Mein erster Teddy. Ich hatte nie einen Freund, der mir so treu war wie er.
Zur Tür will ich eigentlich noch nicht raus, oder? Nee, wir gucken uns erstmal natürlich erstmal in der Wohnung um. Machen wir mal die Truhe auf. Ja, da ist wieder so ein Holzelefant. Die Schatulle ist eine der wenigen Hinterlassenschaften meines Vaters. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Carchons Kästchen. Schauen wir uns das Kästchen mal an. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Probieren wir mal den hier. Und den hier. Probieren wir es mal mit der H-Klammer. Die Schatulle ist eine der wenigen TL. Es gab nie einen Schlüssel, okay. Okay, wir schauen uns das später nochmal an. Wo können wir denn noch gucken? Mein alter Tisch hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Und langsam weiß ich, wie er sich fühlen muss. Ihre Kamera, interessant. Auf dem Foto ist mein Vater zu sehen. Das erste Bild, das ich je gemacht habe. Mit der ersten Kamera, die er mir je gekauft hat. Ja, von der Mutter erfahren wir gar nichts. Anscheinend war sie eher so der... so ein Vaterkind. Mach die Musik aus. Mach die Musik aus. Ja. Die hat einen ganz komischen Musikgeschmack, den will ich mir nicht antun. So. Ich glaube, das ist ein Anrufbeantworter. Sie haben keine neuen Nachrichten. Okay. Ja. Nicht wirklich viel. Rufen wir mal jemanden an. Keine Ahnung. Mir fällt niemand ein, den ich anrufen müsste. Ja, mir gerade auch nicht. Es hat auf jeden Fall jetzt irgendwas mit dieser Truhe zu tun, aber wir können da nicht wirklich was machen. Wir müssen halt dieses Kästchen aufbekommen. Diese Schatulle hat mein... Es gab nie einen Schlüssel. Ich schätze mal, das wird auf keinen Fall klappen. Nee. Nee. Nö. H-Klammer funktioniert ja auch nicht. Na gut. Dann halt nicht. Dann werden wir uns erstmal draußen umschauen. Ja, gehen wir mal raus. Meine Nachbarin. Die selbsternannte Wahrsagerin. Okay. Geh mal zu ihr und dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen und dann reden wir in der nächsten Folge mal mit der Wahrsagerin. Also, bis dahin.